Ey, servus und? Na, alles schick bei dir? Ui, alles gut. Aber hatte viel zu tun. Ich habe sogar einen YouTube-Kanal eröffnet. Das Link habe ich dir schon mal geschickt. Ja, ich erinnere mich. Ich habe mir auch ein, zwei Videos von dir angeschaut. Leider war es auf Koreanisch und ich habe kein Wort verstanden. Aber die Videos hast du sehr gut geschnitten. Ey. Mir hat es sehr gut gefallen. Echt? Danke, es freut mich, Alter. Eigentlich wollte ich dich noch was fragen. Ja, bitte. Meine Zuschauer sind sehr an Deutschland interessiert und würden dir gerne ein paar Fragen stellen. Hast du Lust und Zeit? Ja, natürlich. Schieß los. Los. Hallo zusammen, ich bin Leon. Zum ersten Mal spreche ich mit euch auf Deutsch. Heute werde ich mit meinem deutschen Kumpel eure Kommentare beantworten. Dann fangen wir an. Hey Daniel, ist es möglich in Deutschland, nur mit 450 Euro Minijob im Monat zu leben? Nein, oder? 450 Euro Minijob im Monat. Ich denke, das wird sehr knapp, wenn man nur 450 Euro hat zum Lebensunterhalt. Das ist ja eigentlich als Zuverdienst gedacht zum eigentlichen Monatsgehalt oder zum Lebensunterhalt von den Eltern oder zum BAföG der Studenten. Bei den hohen Mietpreisen zurzeit, vor allem in Großstädten, denke ich, wird es schwierig und knapp. Ich wollte in Deutschland leben, aber ich besorge mich auf die Sicherheit in Deutschland. Stimmt das gefährlich, in Deutschland zu leben? Ich habe nicht das Gefühl, dass es gefährlich ist, in Deutschland zu leben. Klar, es gab jetzt in den letzten Monaten auch mal Terrorakte in Deutschland, auch in Berlin, aber das sind ja eher so Einzelfälle. Also im Alltag habe ich nicht das Gefühl, dass es gefährlich wird in Deutschland oder gefährlich wurde. Stimmt das, dass die Deutschen oft Danke, Bitte, Nö, Danke, aber wenig Entschuldigung sagen? Ja, also ich gebe dir recht, wenn Deutsche oft Danke, Bitte oder Nee, Danke sagen. Ich persönlich sage auch sehr viel Danke, aber auch genauso viel Entschuldigung. Also es ist nicht so, dass ich persönlich weniger Entschuldigung sage als Dankeschön. Das kommt wahrscheinlich eher auf die Person an, aber so ein allgemeines Gefühl habe ich da nicht. Ist das wahr, dass der Schlüsseldienst 700 Euro kostet? Ja, das kann gut sein, dass mal der Schlüsseldienst um die 700 Euro kostet, vor allem nachts, dann an Wochenenden und an gesetzlichen Feiertagen. Da kommen diverse Zuschläge drauf und die Summe addiert sich mal ganz schnell auf 700 Euro. Mein Kollegen hat schon 800 Euro bezahlt. Ja, das kommt hin. Kann man im Urlaub Deutsch sprechen, wenn man in anderen europäischen Ländern unterwegs ist? Ja, also in der Schweiz, in der deutschsprachigen Schweiz oder in Österreich kann man wunderbar Deutsch sprechen, auch dort mit den einheimischen Leuten. Im Übrigen kommt man ja auch sehr weit mit der englischen Sprache. Ja, also Englisch hat man ja schon immer in der Schule gelernt, manche auch Französisch. Und sonst versuche ich persönlich zumindest auch die dortige heimische Sprache zu lernen, bevor ich in das Land fahre. Spielt die Größe oder Lage einer Universität eine Rolle? Nein, also die Lage oder die Größe einer Universität spielt keine Rolle. Also in Südkorea, wenn man nicht verheiratet ist, die ganze Verwandten machen Stress. Ist das auch so in Deutschland? Ja, ich kenne eine Kollegin, bei der die Eltern ab und zu Stress gemacht haben, wobei ich das auch übertrieben finde, wenn die Verwandtschaft Stress macht. Das geht sie ja eigentlich nichts an. Können die ausländischen Jurastudenten nach dem Abschluss als Juristen arbeiten in Deutschland? Ja, also sobald man einen deutschen Abschluss hat,
kann man als Jurist sicherlich auch arbeiten. Jedem steht ja die Berufsfreiheit zu, wobei eine Ausnahme da wäre, wenn man Beamter werden möchte, da muss man deutscher Staatsbürger sein, soweit ich weiß. Stimmt das, dass deutscher Brot oder Brötchen einfacher ist als französischer? Was heißt einfach oder einfacher? Also wenn du auf die Sorte abstellst, ich bin zwar jetzt kein Kenner von französischen Broten oder Brötchen, aber ich finde nicht, dass man so pauschal sagen kann, dass das deutsche Brot einfacher oder simpler ist als das französische. Es gibt ja auch viele deutsche Brotsorten. Okay. Stimmt das, dass deutsche Beamten normalerweise sehr unfreundlich sind? Ja, also ich habe oft unfreundliche Beamten erlebt, aber auch dagegen auch sehr viele freundliche. Also ich finde, es kommt mehr auf die Person an. Wieso tragen die alten Leute die Warnwest? Ist das neue Mode oder was? Ich finde, dass alte Leute oder auch junge Kinder Kindergartenkinder Warnwesten tragen, eine sehr gute Idee. Vor allem im Winter, wenn es sehr früh dunkel wird und auch sehr spät hell wird, wird man ja auch so auf der Straße, insbesondere von Autofahrern, gesehen. Und das ist einfach ein Sicherheitsaspekt, der... Ich fand, dass es eine gute Idee ist. Ich finde auch, dass es eine sehr gute Idee ist, ja. Braucht man einen Fahrradführerschein, um in Deutschland Fahrrad zu fahren? Nein, man braucht keinen Fahrradführerschein, um in Deutschland Fahrrad fahren zu können. Sicher, es gibt einen Fahrradführerschein. Man macht den meistens in der Grundschule. Auch ich habe einen Fahrradführerschein damals in der Grundschule gemacht. Ja, also neben praktischen Übungen und Prüfungen lernt man auch die Straßenverkehrsregel. Und am Ende, wenn man die Prüfungen besteht, erhält man solch einen Führerschein. Das ist aber eher wie eine Urkunde. Es ist nicht verpflichtend, diese Urkunde, diesen Führerschein mit sich zu führen. Ich habe gar keinen Fahrradführerschein. Das macht nichts. Trotzdem kannst du ja gut Fahrrad fahren. Haben Deutsche eine Abneigung gegen Koreaner? Nein, eine Abneigung, selbst nachdem die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Südkorea verloren hat vor einiger Zeit. Selbst da gab es keine Abneigung gegenüber Koreanern. Vielleicht war das mal so eine kurze Sache von besonders hart gesottenen Fußballfans. Ja, aber ansonsten sehe ich da keine Abneigung. Also. Stimmst du dem zu? Nein, ich stimme dem nicht zu. Ich denke, man kann oder darf das nicht zu sehr verallgemeinern. Klar hatte man diverse Erfahrungen gemacht als einzelne Person, aber das sind vielleicht auch eher einzelne Fälle, die mir so nicht bekannt sind. Und viele Sachen, die derjenige fragt oder behauptet, sind für mich falsch. Benutzen die Deutschen sehr wenig Kreditkarte oder EC-Karte und tragt man die Kleingeldportemonnaie immer? Ja, also Kleingeldportemonnaie sind eigentlich die Regel. Und ob man sehr wenig Kreditkarten oder EC-Karten benutzt, das ist ja auch immer relativ zu sehen. Also da ich jetzt keinen direkten Vergleich habe, kann ich nicht sagen, ob man hier in Deutschland weniger Kreditkarten oder EC-Karten benutzt. Ich finde, es ist eine gute Mischung aus Karten und Bargeld. Gibt es in Deutschland viele Autos von koreanischen Firmen wie Hyundai oder Kia? Ja, also ich sehe tagtäglich recht viele Autos von koreanischen Firmen.
das kann ich so bestätigen, ja. Ich habe schon viel mal gesehen. Ist das so schlimm im deutschen Bad, Wasser auf den Boden zu vergießen? Ja, das kann tatsächlich zu einem Wasserschaden führen, wenn zu viel Wasser in den Boden gelangt. Das kann auch sehr teuer werden. Jo, das war's. Was denkst du heute? Ja, es hat Spaß gemacht. Es war interessant, auch für mich, Fragen zu beantworten von Leuten mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Es sind auch Fragen, auf die ich nie gekommen wäre. Ja, also wenn du auch das nächste Mal weiter Fragen hast, kannst du mich gern fragen. Danke dir. Ja, bitte.